Essig-Experiment gescheitert. Wieso? Ich habe mir in Schweden kleine Äpfelchen geholt, beziehungsweise geerntet und dachte mal, wenn ich das nächste Mal meinen Essig ansetze, versuche ich die Äpfel in ganz zu fermentieren, weil das einfach so schön aussieht. Ne? Das war voll die romantische Vorstellung. Das Experiment ist aber gescheitert, denn tatsächlich, so wie ich es dachte, durch die Schale und so kommen die Mikroben nicht so schnell an das Futter ran. Das heißt, die Hefebakterien, die kommen ja gar nicht an den Zucker aus den Äpfeln einfach so rein. Ne? Deswegen habe ich das alles nochmal rausgefischt und nochmal klein geschnitten. Und so kommen die geschnittenen Äpfel nochmal in meinen Essigansatz. Lohnt sich also nicht, ihn ganz zu fermentieren, obwohl das so schön und romantisch wäre. Ja, so hübsch waren die aber, ne? Guck mal, bitte. Wie kann bitte ein Äpfelchen sein? Ja, jetzt sind die aufgeschnitten. Jetzt können die hungrigen Hefen kommen und alles wegfressen, was sie nur möchten. Jetzt mal wieder wie gewohnt klein geschnitten ab ins Glas. Eigentlich das, was ich immer in meinen Seminaren lehre. Je kleiner, desto besser. So können die Mikroben sich schneller an den Äpfeln satt fressen und auch dann das Alkohol produzieren. Trotzdem ist es hübsch mit den kleinen Äpfelchen.